meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es wird ein Beauty-Pflege-Favoriten-Video. Ich persönlich gucke das ja sehr gerne. Ich habe auch viele Beauty-YouTuber abonniert. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, ja, was ich so für Produkte gerne verwende. Was heißt jetzt Schminke, das heißt Haare, das heißt Pflege. Ja, ich habe so ein Video schon einmal auf meinem Kanal hochgeladen. Das ist jetzt aber schon, weiß nicht, ein paar Monate schon her. Und ich dachte, ich zeige euch ja im Moment so meine Favoriten, was ich gerne mag, was ich gerne verwende. Und ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe einfach zu den Sachen gegriffen, wo ich weiß, das nehme ich eben, das verwende ich immer und das habe ich dann genommen. Und ja, um nicht lange um den heißen Brei herumzureden, fangen wir am besten an. Von oben nach unten an, also von den Haaren her. Habe ich jetzt ein Shampoo gefunden oder ausprobiert von Herbal Essences und zwar sieht es so aus. Das ist ein Volumenwunder, also ein Volumen-Shampoo mit Orangenduft. Ich habe noch nie Herbal Essences Shampoos ausprobiert und ich finde, ich muss sagen, es gibt schon Volumen. Also ich habe relativ langes Haar, wie ihr seht, und natürlich ist das relativ platt, weil ich habe auch keinen Stufenschnitt oder so. Und es gibt schon ein wenig Volumen. Ich finde auch, der Duft ist sehr angenehm. Also ich bin eher der Typ, der so Düfte für die Haare mag, wie zum Beispiel so Friseur, wie wenn man zum Friseur geht und dann frisch vom Friseur kommt und dann haben die Haare also einen bestimmten Duft. Das gibt das, also das haben manche Shampoos ja auch. Da bin ich nicht so der fruchtige Typ. Aber das Shampoo riecht ganz gut. Ich finde, das riecht auch lange in den Haaren. Ich finde, die Haare sind sehr weich. Ich habe sie gestern jetzt damit gewaschen, habe nichts mit ihnen angestellt und die fühlen sich sehr, sehr angenehm an. Ich werde mir auch weitere Shampoos von Herbal Essences mal anschauen. Ich habe jetzt das erste Mal das gekauft und bin schon wirklich begeistert. Ich habe einige bis jetzt ausprobiert und ich finde das echt, echt gut. Und ja, ich verwende schon Jahre dieses Balea Oil Repair Haaröl. Ich glaube, diese Pulle da habe ich schon 2 Jahre. Also, ich übertreibe es jetzt wirklich nicht. Ich habe es wirklich schon so, so lange und es hält noch immer, aber man sieht schon langsam, also falls ihr das hier erkennen könnt, es ist schon langsam alle. Ich werde es mir definitiv nachkaufen. Ich finde, der Geruch ist sehr, sehr gut, sehr angenehm. Ich finde meine Spitzen, zum Beispiel, ich war vor ein paar Monaten beim Friseur, ich glaube im März oder so, ja, war ich beim Friseur und wollte Spitzen schneiden und dann hat sie gemeint, du brauchst gar nicht viel schneiden, also nur so ein bisschen, den ganz letzten Rand, sagen wir mal, unten, habe ich schneiden müssen. Ich weiß nicht, ob es an dem liegt, keine Ahnung, aber ich verwende es schon so lange und ich habe echt, ja, laut Friseurin, gesunde Spitzen. Da ich ja viele Haare habe, also ich habe echt viele Haare und dicke Haare, ist es bei mir sehr schwer, sie durchzukämmen. Also manchmal habe ich solche Knoten drinnen, das ist Wahnsinn. Also nicht immer, aber manchmal nach dem Haare waschen. Was ich immer verwende, ist von Gliss-Kur, dieses Hair Repair mit flüssigen Haarbausteinen, Express Repair Spülung, sofort leichte Kämmbarkeit, sprödes und glanzloses Haar. Verwende ich auch schon Ewigkeiten und finde ich toll. Ich merke, wenn ich das nicht ins Haar gebe und meine Haare kämmen möchte, oh, ich kriege sie einfach nicht durchgekämmt. Und mit dem schaffe ich es eigentlich relativ schnell. Und auf jeden Fall, falls ihr zu kämpfen habt mit ja, schwer durchkämmenden Haar, dann kann ich euch das auch sehr empfehlen. Also ich habe mir in Kroatien dieses Trockenshampoo von Batiste gekauft. Dieses ja, rosarote XXL Volumen Dry Shampoo. Eigentlich schwärmen ja viele, Batiste sei so gut und was weiß ich. Und das gibt es ja in der Drogerie in Kroatien zum Kaufen, habe ich mir gekauft. Aber irgendwie verklebt es meine Haare, wie wenn ich mir Haarspray in die Haare geben würde. So verklebt es. Also das ist ein Flop-Produkt. Ich werde es leer machen, aber da finde ich das von Swissopar, das Blaue, viel, viel besser. Dann gehen wir weiter. Ja, Gesicht. Vielleicht wissen es die ein oder anderen von euch oder nicht. Ich
reinige mein Gesicht immer mit Babysachen. Und zwar habe ich ja, jetzt in Verwendung das vom Penaten, das habe ich auch eigentlich am liebsten. Mit dem schminke ich mich ab, das reinige ich wie mein Gesicht damit. Und also ich mache mit dem alles, was mein Gesicht betrifft. Und es steht auch von meiner Tochter ist es natürlich auch, weil ich wasche ihr die Hände damit oder ihr das Gesicht damit. Aber hauptsächlich wasche ich mein Gesicht mit diesem Teil. Es ist echt toll. Es ist dieses vom Penaten und kann ich euch auch echt empfehlen. Wenn ihr nicht diese ganzen Produkte, Balea, Garnier, was weiß ich, verwenden möchtet, auch eine sehr gute Alternative. Dann verwende ich einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen unterschiedlich hier dieses Enzympeeling von Balea. Ich finde Balea-Peelings sind gut. Da gibt es einige Sachen von Balea, die ich nicht mag, aber Peelings allgemein, ich habe bis jetzt zwei ausprobiert, das ist das dritte und ich finde alle gut. Das Enzympeeling, Peeling ohne Peelingkörner. Also das ist nicht so ein Peeling, wie ihr euch das vorstellt, mit Körnern, das hat gar keine Körner. Man tragt es auf, hält es maximal 5 Minuten am Gesicht und spült es ab. Das Gesicht ist so weich, ich habe keine Pickel davon bekommen, gar nichts, ich vertrage es gut und vor allem, das Gesicht wird so weich, das ist echt toll. Ich verwende nachts, abends halt immer die Nivea-Creme, die typische blaue Nivea-Creme, die ist sehr fettig, sehr reichhaltig und ich finde, die spendet mir so gut Feuchtigkeit und riecht auch sehr gut. Also ich glaube, jeder von euch kennt die Nivea-Cremes und vor allem die blaue halt und echt, das verwende ich immer abends und das ist toll. Und tagsüber und das Make-up oder auch wenn ich kein Make-up trage, verwende ich dieses von Garnier, diese dunkle Fleckenreduzierer, weil ich, wenn ich mal einen Pickel bekomme, dann, wenn der dann weg ist, bleiben immer Pickel mal. Also diese braunen oder dunklen oder so Punkte, die einfach lange, lange brauchen, bis die weg sind. Also Monate manchmal bei mir. Ich hatte da und, nein, hier glaube ich, zwei solche Pickelmaler auf der Wange. Das hat wirklich zwei, drei Monate gedauert, bis das ganz weg war. Und seit ich das verwende, das sieht übrigens so aus, es ist ein bisschen hell, von Garnier halt, geht es wirklich sofort, also sofort, aber innerhalb der Woche habe ich diesen Pickelmal nicht mehr. Also auch zum Empfehlen, wenn ihr empfindlich seid gegen, wenn ihr auch so wie ich halt, leicht diese Flecken bei euch bleiben. War das jetzt Deutsch? Ich hoffe, ihr versteht mich. Ja, machen wir mal Körper. Ich verwende unheimlich gern Farbprodukte. Leider habe ich keinen Zets da im Haus. Aber dieses allgemeine Farb finde ich riecht toll für den Körper. Genauso wie Darf. Ich habe jetzt hier von Darf eins. Seidig zart. Das riecht so toll. Man riecht lang danach. Auch wenn man aus der Dusche rausgeht, riecht man danach so frisch, so rein, so sauber. Ich liebe es. Und wenn es mal was günstigeres ist, was aber auch gut riecht, liebe ich dieses von Balea. Das riecht, wenn man an dem riecht, denkt man, man ist am Strand, man hat sich gerade eingecremt, man war im Wasser. Das riecht einfach toll. Vielleicht, wahrscheinlich kennt ihr dieses After-Sun-Dusche, also diese After-Sun-Dusche. Perfekt, ich liebe es. Eincremen, das habe ich mir vor kurzem nachgekauft, also gekauft, dieses Vanilla von Bettina Barty. Das hatte ich früher schon, also das hatte ich früher mir immer nachgekauft. Das erinnert mich immer an die Zeit von früher. Es ist toll, es riecht göttlich, es riecht nach Vanille. Es pflegt wunderbar. Ich glaube, es kostet so knapp 5 Euro für irgendwas. Da ist 500 Milliliter drinnen und das reicht euch echt lange. Dann habe ich ein Produkt von der Eigenmarke von DM, Sundance, Abriss Fluid mit Kokosduft. Leute, wenn ihr auf Kokosduft steht, das riecht so göttlich. Es hat einen Schimmereffekt und es ist hautberuhigend und kühlend. Wir waren jetzt öfters im Schwimmbad und wenn man sich das danach aufträgt, nach dem Duschen, dann ist das alles so kühlend schön. Das ist echt schön und vor allem dieser Duft. Es ist nichts wie eine übliche Creme, das ist eher so, ja, einfach so, wie es halt hier auch steht, Fluid. Das lässt sich so leicht verteilen, also das ist, zieht schnell ein, ich finde es echt toll und es schimmert so leicht, vor allem wenn man so braun ist und dann schimmert man und dann, oh, es ist echt toll, ich liebe es und es riecht so toll. Dann kommen wir zu meinem Deo, ich verwende unheimlich gern dieses von Borotalco,
Das habe ich in meiner Glossybox drinnen gehabt und seit ich das habe, kaufe ich es mir auch nach. Es kostet zwar, ich finde, viel für so ein Deo, aber es ist erstens ohne Aluminiumsalze. Also falls ihr drauf guckt, schaut, dann ist es ohne Aluminiumsalze. Und es riecht so wieder nach so frischer Wäsche, nach frisch gewaschen. Ich bin nicht so der Typ, der so tagsüber gerne, vor allem jetzt bei diesen heißen Sommertagen, Parfüms, schwere Parfüms verwendet. Ich verwende lieber Körpersprays, sagt man das so? Body Sprays, ja. Ich meine, meins ist jetzt von Victoria's Secret, aber es gibt hunderttausende von Balea, von was weiß ich. Ich habe halt jetzt das. Ich finde, wenn man sich das aufsprüht, das ist so eine kleine Erfrischung erstens mal. Man riecht, das ist jetzt dieses Aqua Kiss von Victoria's Secret. Das riecht auch so frisch, so sommerlich, so, ich weiß nicht, kann Düfte nicht so gut beschreiben, aber auf jeden Fall Body Sprays allgemein, das sind so toll. Dann kommen wir zur Nagelpflege. Hab immer fast lackierte Nägel. Selten, dass ich hatte jetzt gestern keinen Nagellack und vorgestern, also 2 Tage, und heute musste ich wieder einen drauf tun. Ich weiß nicht, ich stehe einfach auf Nagellack, und jetzt im Sommer liebe ich es, diese Nagellacke ja, zu tragen. Oder weiß, aber ich habe jetzt diesen weißen nicht mitgenommen. Oder weiße Nagellacks. Ich habe hier einen von Flammare. Sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber der ist richtig Neon. Und ich liebe es. Ist, wie gesagt, diese weißen, die sehen auch sehr schön aus. Aber ich habe jetzt leider meinen vergessen. Und auf jeden Fall, schaut, falls ihr Flammare habt, auf jeden Fall vorbei. Ich finde die toll. Und noch was Nägel betrifft, ich verwende unheimlich gern dieses Spray von Aveo. Das gibt es beim Müller. Das ist so ein Schnelltrocknungsspray, keine Ahnung. Ihr wisst es vielleicht, diejenigen, die Mamas sind, es muss meistens immer schnell gehen. Also manchmal, wenn sie Mittag, also wenn meine Tochter Mittagsschlaf haltet, lackiere ich mir meine Nägel. Und irgendwie kommt es oft so vor, dass genau wenn sie trocknen sollten, wird sie wach. Und dafür ist das echt toll, das sprüht man auf und ich glaube 10-20 Sekunden und dann sind sie trockener und man sollte trotzdem nicht irgendwo ja, draufstoßen, weil dann ja, ist trotzdem eine Delle drinnen. Und, aber auf jeden Fall quick and dry und es riecht auch so fruchtig und ich finde es echt toll. Kommen wir jetzt noch zur Schminke, zur letzten, obwohl, wartet mal, ich habe was vergessen, ich liebe diese Haargummis. Seit ich diese Haargummis verwende, brechen meine Haare nicht ab. Die sind echt, die sehen zwar nicht sehr schön aus, aber für zu Hause oder für so einen Dutt sind die eigentlich ganz gut. Und ich mag sie. Ich habe auch diese Invisibobbles, aber die von der DM Eigenmarke. Die sind nicht schlecht, aber ich finde, die halten nicht so gut. Und solche, die halten echt gut. So, jetzt kommen wir zur Schminke. Als allererstes verwende ich einen Lippenpflegestift von Sundance, also eigentlich jedes Mal, wenn ich mich schminke oder auch nicht schminke, verwende ich so einen Lippenpflegestift jetzt im Sommer, also damit ich einfach, ich bekomme im Winter und wenn ich zu lange in der Sonne bin, immer so trockene Lippen, so, ach, ich mag dieses Gefühl ja gar nicht. Und deswegen verwende ich diesen von Sundance, den habe ich jetzt auch schon ein Weilchen, der riecht eigentlich nach nichts. Lippenpflegestifte ist 20, hat 20 Lichtschutzfaktor und irgendwie brauche ich sowas einfach. Als Make-up oder BB-Cream verwende ich die von Garnier. Ich liebe sie, die ist jetzt in hell. Ich glaube, ich werde mir langsam die mittlere Variante holen, weil ich schon ein bisschen dunkler geworden bin. Für fettige und mische Haut, ihr kennt die wahrscheinlich auch alle oder viele, kaufe ich mir auch definitiv nach. Es ist einfach, wie wenn man nichts auf der Haut hätte. Und das mag ich. Ich hasse es, wenn ich eingepudert bin und boah, furchtbar. Und das ist für den Sommer echt perfekt. Concealer verwende ich im Moment diesen von Maybelline, den Fit Me Concealer in der Nummer 20. Der ist sehr leicht, aber mir reicht der eigentlich, so was meine Augenringe betrifft. Für Pickeln, ja, für größere Pickeln ist er für mich eher nicht, also deckt er jetzt nicht so gut, da verwende ich die von Catrice, die Camouflage, ich habe hier aber keinen Deckel mehr. Die 020 Light Beige, mag ich auch sehr gerne, die deckt unheimlich gut, also so gut, ich
deckt alles. Aber unter den Augen würde ich die jetzt eher nicht so verwenden, weil sie sehr in die Fältchen kriegt, wenn man hier so trockene Haut hat. Und sie ist sehr gut für Pickeln. Und dafür kann ich sie euch auch empfehlen. Puder kennt ihr alle. Ich verwende dieses Manhattan Clear Face. Es macht so einen ebenmäßigen Tör. Das sieht so toll aus. Ich liebe es und ich kaufe es schon Jahre nach. Dann als Blush habe ich jetzt im Moment, finde ich, so peachfarbene Blushes sehr schön. Ich habe jetzt einen von Catrice 030 Love and Peach. Ein sehr peachiger Ton. Man muss auch aufpassen, dass man bei diesen Catrice Blushen nicht zu sehr mit den Pinseln reingeht. Weil mag ich einfach diese peachigen, vor allem die von Catrice, finde ich toll. Als Bronzer verwende ich gerne noch immer diesen von Catrice, den Sunglow Matte Bronzer Medium Skin. Ich habe ihn sehr gut schon verwendet, einfach um ein bisschen Wärme ins Gesicht zu bringen. Hätte ich zum Beispiel jetzt so auch machen können, weil ich sehe sehr blass aus. Aber echt toll und schaut euch die an. Also ich finde, es muss nicht immer was Teures sein. Ich finde die zum Beispiel, der ist sehr, sehr gut und würde ich mir auch definitiv nachkaufen, falls der irgendwann mal leer geht. Ich habe ja einige Lip Liner, aber ich liebe unheimlich gern wieder von Essence den 12 Wish Me Rose. Das ist so ein natürlicher Ton, so rosa. Also ich finde, das sieht mega, mega hübsch auf den Lippen aus und kommt sehr oft auf meine Lippen. Liquid Eyeliner verwende ich sehr, sehr gerne, den von Catrice wieder mal. Ich komme am besten zurecht mit diesem, also mit dieser Spitze, seht ihr das? Als mit diesem Filzstift. Ich weiß nicht, das geht für mich einfach einfacher als mit diesem Filzstift. Also, und ich mag die sind sehr stark deckend, so schwarz, halt richtig tiefschwarz. Und mag ich sehr gerne. Und dann kommen wir noch zu Lippenstiften, was ich gerne jetzt im Sommer trage. Ich habe hier mir mal 4 rausgekramt, zu denen ich öfters mal greife. Zuerst einmal von Essence. Essence sind super cremig, super leicht im Auftrag, halten auch gut, also die verschwinden jetzt nicht sofort. Ich habe jetzt hier die 01 Coral Calling, das ist so ein Koralleton. Ja, sieht so aus, ein sehr, sehr schöner Ton und auch ich verwende ihn so gerne im Alltag. Dann habe ich hier von Flamar einen, das ist so ein rosa Ton, würde ich jetzt mal sagen. Er sieht so aus, da fände ich auch unheimlich gerne. Also so richtig so rosa Farben habe ich echt gerne. Wenn es dann mal richtig knallen soll, dann ist, für welche Marke ist denn der? Von Astor hier, von der Heidi Kollektion. Der hier, der ist halt schon ein bisschen, ja, auffälliger. Und dann noch einer von Catrice, die sind so auch so cremig und das ist eigentlich so ein Standard in meinem, ja, mein täglichen Schminken, sagen wir mal so. Und zwar sieht der, hier ist er so aus, also der ist richtig, ja, nicht aufdringlich und sehr leicht, dezent. Und ja, das waren so meine Pflege, Schminklieblinge, die ich jetzt in letzter Zeit immer verwende und auch schon lange verwende, manche Sachen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es ein wenig interessant. Ich persönlich mag. Tja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst mir gerne Feedback da und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss!